Hochwasseralarm in Deutschland. Lokal sind mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter möglich. Und das betrifft vor allem hier den äußersten Westen und Südwesten Deutschlands mit diesem starken Dauerregen, teilweise gewittrig durchsetzt. Aber auch in weiten anderen Teilen des Landes kommt Regen runter. Außen vor ist hier nur der äußerste Osten und Nordosten, Mecklenburg-Vorpommern, Rügen teilweise, wo so gut wie nichts fallen wird. Auch hier an der Oder, etwas weiter südlich in Brandenburg, da kommt bis einschließlich Freitag kaum was runter. Ansonsten werden wir alle mal nass. Und die Hauptunwettergefahr besteht hier eben durch diesen starken Dauerregen, vereinzelt gewittrig durchsetzt. Hier in diesem orangenen Streifen die Unwettergefahr nicht ganz so groß, aber hier können die Gewitter punktuell sehr stark sein, aber das ist eben nicht der flächendeckende Regen. Und hier sieht man nochmal, nur am Mittwoch sind hier in diesem roten Bereich bereits mehr als 100 Liter pro Quadratmeter möglich. Die Regengebiete wickeln sich sozusagen um das Tiefzentrum herum und deswegen werden immer die gleichen Regionen davon betroffen sein. Und schon am Vormittag fällt hier der kräftigste Regen über Nordrhein-Westfalen, der Eifel-Westerwald bis runter etwa zur Nahe. Eine etwas ruhigere Zone gibt es hier von Sachsen bis in den Süden Baden-Württembergs. Leichter Regen südlich der Donau, aber nicht unwetterartig und insgesamt am freundlichsten hier im äußersten Norden. Hier gibt es dann am Nachmittag kräftige Schauer und Gewitter, eben lokal auch unwetterartig, außer an der Ostsee, da bleibt es trocken. Und auch hier in Bayern ist der Regen eher schwach bis mäßig. Aber hier im Westen, Südwesten, da verstärkt er sich wieder. Also die Pegel werden dann kräftig steigen. Entsprechend auch groß die Temperatur. Unterschiede, die Kontraste, 18 Grad im Dauerregen. Aber hier lokal bis zu 30 Grad im östlichen Brandenburg. Das ist schon Wahnsinn für diese Jahreszeit. Auch am Donnerstag eine ähnliche Verteilung des Regens. Und das Wetter dazu weiterhin im Norden wechselnd bewölkt mit Schauern, vereinzelt Gewittern und der Regen hier schwächt sich langsam ab.